من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا صلوات. Ja, heute wollen wir ein bisschen über unseren Propheten Mohammed a.s. reden. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir dafür nicht allgemein über sein Leben, sondern über bestimmte spezielle Fragen reden, die den Menschen als erstes in den Sinn kommen. Und zwar sind davon einige Fragen, zum Beispiel, was waren seine Eigenschaften, was war er für ein Mensch und was war seine Aufgabe, seine Vorbildfunktion für uns, die Tatsache, dass er oft geheiratet hat. Und des Weiteren noch, ob nach ihm noch oder vor ihm noch andere Propheten gekommen sind und wieso wir ihn an uns binden sollten, also an seinen Taten leiten lassen sollten. Und als letztes die wichtigste Frage: Wieso hat er in so vielen Kriegen teilgenommen? Wieso hat er so oft an Schlachten teilgenommen? Als erstes wollen wir mit seiner Aufgabe anfangen, warum er auf diese Welt gekommen ist und was für eine Aufgabe er hatte. Dafür wollen wir erst einmal im ersten Wort etwas lesen. Und zwar im Buch Worte auf Seite 210. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا إِلَى آخِرِ. Das sind Verse aus dem Koran und die bedeuten ungefähr übersetzt: Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen, bei der Sonne und ihrem Strahlenglanz und bei dem Mond, welcher ihr folgt, und bei dem Tage, wenn er sie in ihrer Pracht zeigt, und bei der Nacht, die sie bedeckt, und bei dem Himmel und dem, welcher ihn baute, und bei der Erde und dem, welcher sie ausbreitete, bei der Seele und dem, welcher sie bildete und ihr die Neigung zu Schlechtigkeit und Geradheit eingegeben hat, wohl dem, der sie läutert, elend aber der, welcher sie unter Sünden begräbt. Sura 91, Verse 1 bis 10. O Bruder, wenn du die verborgenen Geheimnisse und Mysterien der Erschaffung des Kosmos und des Menschen schauen, Sinn und Weisheit des Gebetes begreifen willst, betrachte gemeinsam mit meiner Seele die folgende gleichnishafte Erzählung. Es war einmal ein König, seine Reichtümer füllten viele Schatzkammern. In diesen Schatzkammern gab es alle Arten von Juwelen, Diamanten und Smaragden. Einzigartige Schätze gab es da, die noch verborgen waren, und es waren da wundervolle Kunstwerke, die seine vielfältige Meisterschaft und Vollkommenheit offenbarten. Und auch seine Kenntnisse umfassten alle die staunenerregenden Wissenschaften. Darüber hinaus schloss sein Wissen auch noch unzählige schöne Künste mit ein. Es entspricht dem Geheimnis eines jeden Herrn in Schönheit und Vollkommenheit, dass er die Schönheit in seiner Vollkommenheit und die Vollkommenheit in seiner Schönheit betrachten möchte und möchte, dass sie von anderen betrachtet werde. Deshalb wollte auch dieser ruhmreiche König eine Messe eröffnen, um den Menschen den Glanz seines Reiches, seine kostbaren Schätze, die Wunderwerke seiner Kunst und die bewunderungswürdigen Resultate seiner Wissenschaften an den Städten dort vor Augen zu führen. So wollte er von seiner zuvor noch unsichtbaren Schönheit und Vollkommenheit auf zweierlei Weise Zeugnis geben. In erster Hinsicht, damit er sie in eigener Person und mit den Augen des sachkundigen Fachmannes betrachte. Zum Zweiten, damit er sie mit den Augen der anderen sehe. Zu diesem Zweck begann er damit, ein riesengroßes, prachtvolles Schloss zu bauen. Auf meisterhafte Weise unterteilte er es durch Höfe und Säle, schmückte diese mit den unterschiedlichsten Juwelen aus seiner Schatzkammer, stattete es mit den schönsten, feinsten Arbeiten der Kunst und des Handwerks aus, ordnete und gestaltete alles bis Einzelne nach Kenntnis der besonderen Gegebenheiten und Zusammenhänge. Nachdem er das ganze Schloss mit wunderbaren und staunenswerten Werken der schönen Künste ausgestaltet und vollendet hatte, ließ er darin Tische mit den verschiedensten, wohlschmeckenden Speisen aufstellen und verteilte so seine Gnadengaben. In jeder Abteilung hatte er für die einzelnen Gruppen einen besonderen Tisch vorbereitet. Ja, er hatte ein öffentliches Fest mit einer derartigen Freigebigkeit und einem solchen künstlerischen Einfallsreichtum vorbereitet und auf den Tischen so viele kostbare Geschenke verteilt, als ob mit jedem von ihnen hunderte erlesene Kunstwerke Gestalt angenommen hätten. Dann lud er von allen Enden seines Reiches die Bewohner und Untertanen zu einer Besichtigung, einem Ausflug, einem Gastmahl ein. Bis hierhin sehen wir, dass der König zum Beispiel ein Riesenschloss vorbereitet hat und
dieses Schloss mit den verschiedensten Gastmälern und Ornamenten ausgeschmückt hat. Und jetzt kommt das, worauf wir hinaus wollten, und zwar die Aufgabe unseres Propheten. Dann erklärte er seinen ehrwürdigen Botschafter den Sinn des Palastes und die Bedeutung seiner Einrichtung und ernannte ihn zu seinem Lehrer und Sprecher darin. Er sollte den Leuten anhand der Einrichtung des Schlosses den Erbauer des Schlosses nahebringen, die Dekoration des Schlosses erklären und seine Allegorien auslegen, sie dessen Piktographie lehren und was die Harmonie seiner Ornamente und die Ausgewogenheit seiner Verzierungen ist, in welcher Weise sie auf die Vollkommenheit und Meisterschaft des Schlossherrn hindeuten und die Besucher des Schlosses solcher Art unterweisen und sie über die Besucherordnung und das Zeremoniell der Besichtigung informieren, sowie ihnen entsprechend dem Wohlgefallen des Königs, der ihnen verborgen blieb, den Ablauf der Audienz schildern. Dieses Schloss wird weiter im 11. Wort mit dieser Erde verglichen. Wenn wir schauen, sehen wir, dass auch diese Erde auf das ganze Universum einem Schloss gleicht, das mit verschiedensten Gnadengaben und Geschenken verhüllt ist. Und so ein Schloss muss ja auch erstmal erklärt werden. Jeder muss erstmal wissen, wo diese Ordnung hier drin herkommt, wieso diese ganze Ordnung überhaupt herrscht und wo diese ganzen Sachen herkommen. Und dafür hat der König in diesem Beispiel einen Botschafter ernannt und ihm alles beigebracht, ihm gesagt, wieso diese ganze Ordnung herrscht, wer diese ganze Ordnung aufgestellt hat. Und erwartet von diesem Botschafter jetzt, dass er den Besuchern dieses Schlosses diese ganze Ordnung nahebringt und sich selbst auch durch den Botschafter vorstellt. Und die Aufgaben, hat Medüsamas hier gesagt, sind, den Erbauer des Schlosses den Besuchern nahezubringen, die Dekoration zu erklären, seine Allegorien auszulegen, die Piktographie zu lernen, die Harmonie seiner Ornamente und die Ausgewogenheit seiner Verzierungen zu lernen und die Besucherordnung für die Besucher selber darzulegen. Also was sie hier zu tun haben und wann es zum Beispiel Essen gibt, wann sie was besichtigen dürfen. Das wäre so die Aufgabe unseres Propheten. Also ist es eine Aufgabe, uns Gott näher zu bringen und auch Gott Allahs Absicht hinter der Erschaffung dieses Universums zu erklären. Des Weiteren zur nächsten Frage wäre die Eigenschaften. Also was war Muhammad a.s. für ein Mensch? Was für einen Charakter hatte er? Das legt uns Said Nursi im Buch Der Koran, ein Zeichen des Wunders, und zwar auf Seite 212 ein bisschen da. Und zwar nennt er dort insgesamt 4 Punkte und letztendlich kommt er zu einem schlussfolgernden Satz. Den wollen wir erstmal lesen, damit das ein bisschen kürzer wird. Und zwar auf Seite 212. Kurzum, Hazrat Muhammad ist in seiner Person selbst ein Zeugnis, klar wie die Sonne. Er hat in gleicher Weise im Alter von 4 bis 40 Jahren, dem Alter, in dem er seine erste Offenbarung empfing, niemals eine Hinterlist oder irgendeine Art von Betrug begangen oder gelogen. Hätte sich in seinem Charakter, in seiner Wesensart irgendeine Neigung, ein Hang zum Bösen, zum Schlechten gefunden, es hätte sich sicherlich bereits in seinen jungen Jahren bei ihm gezeigt. Denn zu all seinen Lebensjahren und in jedem Lebensalter hat er sich stets als geradlinig, harmonisch, ausgeglichen, fest und unerschütterlich, ehrlich, ordentlich und anständig erwiesen, und selbst seine Feinde konnten niemals irgendein Anzeichen von Betrug an ihm entdecken. Wer in seinem Leben die 40 überschritten hat, sei es nun im Guten oder im Bösen, dessen Sitten und Gewohnheiten verfestigen sich, sein Geisteszustand wendet sich der Reife des Alters zu und eine innere Wandlung wird mehr und mehr unmöglich. Diese gewaltige Wandlung, die er in sich selbst vorbereitet hatte und die sich im Alter von 40 Jahren in ihm vollzog, wurde von aller Welt anerkannt und bestätigt. So zog er die Welt an sich und die Welt fühlte sich von ihm angezogen, denn seine Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit vor wie nach seiner ersten Offenbarung war bei allen bekannt. Das heißt also, dass die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit dieser Persönlichkeit der höchste Beweis für seinen Anspruch auf das Prophetentum ist. Hier sehen wir also, dass Hazrat Muhammad a.s. selber ein sehr ehrlicher und sehr aufrichtiger Mensch war. Und es gibt selbst Überlieferungen, wo gesagt wird, dass selbst seine größten Feinde ihm den Beinamen Muhammadul Emin gegeben haben, also der sichere Muhammad, der vertrauenswürdige Muhammad. Dass sie ihm selbst im Krieg ihre eigenen Güter anvertraut haben, damit er sie beschützt, weil sie wissen, dass er niemanden betrügen würde. Und diese Eigenschaft hat sich in seinem ganzen Leben nachvollziehbar durchgezogen. Habt ihr da noch?
Fragen zu, sonst würde ich weitermachen. Und zwar die nächste Frage: Wieso hat er so oft geheiratet? Das ist ja das, was sehr oft kritisiert wird. Also, wieso ist die Polygamie zum Beispiel im Islam erlaubt? Dazu sagt Ibn Sina, müsst ihr wieder im Buch Worte, und zwar auf Seite 723. Und zwar ist das gleich im zweiten Grundsatz. Die westliche Zivilisation akzeptiert die Polygamie nicht. Also Polygamie ist halt die mehrfache Eheschließung, dass jemand mehrere Frauen anheiratet. Sie hält diese Bestimmung des Koran, soweit es sie selbst betrifft, für der Weisheit und was die Menschen betrifft, ihren Belang entgegengesetzt. Bestünde der Sinn einer Heirat in der Befriedigung der Wollust, dann müsste die Polygamie besonders bevorzugt sein. In Wirklichkeit steht mit dem Zeugnis aller Tiere und Pflanzen fest und wird durch deren Vermählung bestätigt, dass der Sinn der Vermählung die Begattung und ihr Zweck die Vermehrung ist. Was aber den Genuss in der Befriedigung der Wollust betrifft, so ist er eine kleine Belohnung, die seitens der Barmherzigkeit gegeben wird, um diesen Auftrag zu erfüllen. Die Vermählung dient aber in Wahrheit zweckmäßigerweise der Vermehrung und dem Fortbestand des Menschengeschlechtes. Da eine Frau aber nur einmal im Jahr gebären kann und nur in der Hälfte eines Monats empfänglich ist und nach 50 Jahren nicht mehr hoffen darf, ihr Mann aber in den meisten Fällen bis zu seinem 100. Lebensjahr zeugungsfähig ist, kann sie ihm sinnlich nicht genügend entgegenkommen. Daher ist die Gesinnung der westlichen Zivilisation gezwungen, sehr viele Freudenhäuser zuzulassen. Bezüglich dazu kann man aus im Leben von Mohammed a.s. sehen, dass er seine Eheschließungen nicht beschlossen hat, um eben seine Wollust zu befriedigen. Denn wir sehen, dass er 11 Mal hat er insgesamt geheiratet. Wir sehen aber, dass er meist, also der Großteil dieser 11 Frauen waren im Vergleich zu ihm sehr viel älter. Es gab Frauen, die waren über 50 oder über 60 Jahre alt, als er geheiratet hat. Das, was die Zivilisation sagt, das, was die Zivilisation an ihm kritisiert, ist eben, dass er geheiratet haben soll, um die Wollust zu befriedigen. Wir sehen aber, dass durch das fortgeschrittene Alter der Frauen auch, dass das gar nicht möglich ist. Wie weit will man sich dann mit einer Frau, die 50 oder 60 Jahre alt ist, also bereits schon im sehr hohen Lebensalter ist, noch irgendwie die Wollust befriedigen? Er hat meist geheiratet, um zum Beispiel Frauen, deren Männer im Krieg gestorben sind, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Weil Frauen damals, die geheiratet haben und geschieden wurden, sei es, weil ihr Mann gestorben ist oder weil ihr Mann sie verlassen hat, in der Gesellschaft nicht akzeptiert wurden und wirklich eine Stellung hatten, die noch niedriger war als irgendein Tier, das sie besäßen. Es ging ihm eben darum, dass diese Frauen nicht komplett verkümmern und eben um sie in Schutz zu nehmen. Manchmal hat er aber auch geheiratet, um sozusagen seine Aufgabe als Prophet selber zu erfüllen. Wenn er zum Beispiel mit einer befeindeten Gruppe sich nicht an sie annähern konnte, hat er eine Frau aus der Gruppe geheiratet, die zum Beispiel einen hohen Stand hatte und hat durch sie die Überlieferung an diese Gruppe gebracht. Das heißt, die ganzen Hochzeiten waren entweder dafür da, um die Frauen in Schutz zu nehmen oder um seine Aufgabe als Prophet zu erfüllen. Dann möchte ich mit der Frage weitermachen, inwiefern ist Mohammed a.s. eine Vorbildfunktion für uns und wieso sind nicht jede seiner Handlungen wunderbar, wenn er denn ein Prophet Gottes ist? Und zwar sagt er diesbezüglich im Buch Briefe, auf Seite 162 im ersten Grundsatz des 19. Briefes: Es könnte in der Tat jede Haltung und jede Handlung des ehrwürdigen Propheten, mit dem Friede und Segen sei, Zeugnis für seine Wahrhaftigkeit und für sein Prophetentum ablegen, doch braucht nicht jede Haltung und Handlung wunderbar zu sein. Denn Gott der Gerechte hat ihn uns in Menschengestalt gesandt, so dass er den Menschen in ihren gesellschaftlichen Verhältnissen Führer und Vorbild sein möge, um sich durch ihren Umgang und durch ihre Handlungen das Glück in dieser und in jener Welt zu verdienen und damit er die Kunst des Herrn und das Wirken der Macht Gottes aufzeigen möge, das wunderbar und von dem jedes ein Wunder der Macht Gottes ist, obwohl wir es für alltäglich halten. Wäre er in seinen Handlungen aus seiner Menschlichkeit herausgetreten und wären alle seine Taten Wunder, hätte er kein Führer sein können. Er hätte in seinen Haltungen, Handlungen und durch seine Lebensweise kein Vorbild sein können. Doch um sein Prophetentum den Verstockten gegenüber unter Beweis zu stellen,
hat er wunderbare Taten vollbracht und manchmal in Notfällen Wunder gezeigt. Da wir in dieser Welt in einer Prüfung sind, die nur bei Verantwortung einen Sinn hat, dürfte ein Wunder nicht so offensichtlich sein, dass wir Ungläubigen gezwungenermaßen ihn bestätigen müssen. Diesbezüglich wird zum Beispiel oft das Teilen des Mondes in zwei sehr kritisiert, warum denn dieses Wunder nicht überall auf der Welt zu sehen war. Das erläutert Bediüzzaman Zeitmüsli in anderen Büchern auch so, dass es zum Beispiel, wenn es auf der arabischen Halbinsel dunkel ist, dass es in anderen Teilen der Welt nun mal hell ist, Tag ist, und dass auch die Witterungsverhältnisse da sehr wichtig sind, wenn der Himmel zum Beispiel bedeckt ist und der Mond nicht gesehen werden kann. Denn in Übereinstimmung mit dem Sinn der Prüfung und der Weisheit, die aus der Verantwortung erwächst, ist es erforderlich, dass das Tor der Vernunft offen bleibt und die Freiheit zu vernunftgemäßer Entscheidung uns nicht aus der Hand genommen wird. Wären seine Wunder in ganz offensichtlicher Weise geschehen, wäre dem Verstand keine Wahl mehr geblieben. Abu Jahil würde gleich Abu Bakr ihn bestätigen. Das sind einmal der größte Feind unseres Propheten, Abu Jahil, und einmal sein bester Freund, also sein treuster Mitläufer, Abu Bakr. Die Prüfung hätte keinen Nutzen und die Verantwortung keinen Sinn mehr. Kohle und Diamanten hätten den gleichen Wert. Obwohl tausende verschiedener Menschen mit tausenden Gesinnungen unübertrieben, jeder mit einem einzigen Wunder des ehrenwerten Botschafters, mit dem Friede und Segen sei, oder mit einem Beweis für sein Prophetentum, oder mit einem seiner Worte, oder mit einem Blick in sein Gesicht und so weiter, je mit einem Zeichen zum Glauben gelangten, gehen manche unglückselige Menschen von heute erstaunlicherweise in die Irre, als sollten all diese tausende Beweise seines Prophetentums, welche alle diese tausende verschiedene Menschen und kritisch betrachtenden Denker durch zuverlässige Überlieferung und sicheren Werken zum Glauben geführt hatten, für sie nicht genügen. Zum Beispiel wird auch oft gesagt, was ich von Freunden in der Schule auch höre, der Islam ist mir zu generell, also er schaut mir zu viel auf alle Lebensbereiche. Also dass er sich auch viel zu sehr in das private Leben nicht nur einmischt, sondern auch auf das gesellschaftliche Leben überträgt. Und das ist auch einer der Gründe dafür, wieso unser Prophet nicht immer in der Rolle des Propheten sozusagen, sondern auch mal in Menschengestalt aufgetreten ist. Dass er selbst Handlungen und Haltungen in der Gesellschaft sozusagen bestimmt hat und so gemacht hat, wie Allah sie auch von ihm gewünscht hat. Und die nächste Frage, ob es noch Propheten von seinem Stamm gegeben hat, beantwortet Bediüzzaman Zeitmüsli auch wieder im Buch Briefe. Und zwar diesmal auf Seite 714, im sechsten Punkt des 28. Briefes. Und zwar wird dort eine Frage gestellt. Du fragst, hat es unter den Vorvätern des ehrenwerten Gesandten, mit dem Friede und Segen sei, einen Propheten gegeben? Antwort, es gibt keine gesicherte Aussage, dass es nach Ismail, mit dem der Friede sei, noch einen gegeben hätte. Es erschienen nur zwei Propheten, der eine mit Namen Khalid bin Sinan und Hanzala, der andere, die aber nicht zu den Vorvätern gehören. Doch einer seiner Vorväter, Ka'b bin Lu'ay, der das folgende berühmte und durchaus eindeutige Gedicht geschrieben hat, als rezitiere er eine Schriftstelle. Ala raflati ya'ti an-nabiyyu Muhammad fayukhbiru akhbaran saduqan khabiruha. Was übersetzt so viel bedeutet wie, der Prophet Muhammad kommt zu einer Zeit, da die Menschen Gott vergessen haben und er wird eine zuverlässig berichtende Botschaft verkünden. Er scheint wie eine wunderbare prophetische Aussage. Aufgrund seiner Beweisführung und Entdeckungen sagte Imam Rabbani, dass in Indien viele Propheten erschienen seien. Aber einige von ihnen hatten keine Gemeinde hinter sich oder sie sind nicht berühmt geworden, weil ihre Gefolgschaft nur aus einigen wenigen Männern bestand oder man sie nicht als Propheten bezeichnet hat. Und so ist es denn, folgt man dem Prinzip dieses Imams wohl möglich, dass es unter den Vorvätern des Propheten auch einige Propheten dieser Art gegeben hat. Wenn ihr dazu keine Fragen habt, mache ich jetzt auch noch weiter. Und zwar mit der nächsten Frage, wieso wir uns an Muhammad a.s. binden sollten und seine Taten als Vorbild annehmen sollen. Und zwar erklärt Zeitnussi das im Buch Blitze im 11. Blitz in der 5. Anmerkung. Und zwar nimmt er dafür einen Vers als Grundlage. 101. Blitze 101. 5. Anmerkung.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Das ist ein Vers und bedeutet so viel wie: Sprich, wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir. So wird Gott euch lieben. Sure 3, Ayat 31. Diese gewaltige Ayah verkündet auf eine sehr sichere Weise, wie wichtig und notwendig es ist, der Sunna des Propheten zu folgen. Also die Sunna sind die Haltungen und die Handlungen unseres Propheten. In der Tat ist diese ehrwürdige Ayah unter den Syllogismen der Logik die mächtigste, die eindeutigste unter den hypothetischen und konditionalen Syllogismen. Es ist dies wie folgt. Als Beispiel für einen hypothetischen Syllogismus sagt uns die Logik: Wenn die Sonne aufgeht, wird es Tag. Im Falle einer positiven Schlussfolgerung heißt das, die Sonne ist aufgegangen. Wenn dies aber so ist, so ergibt sich daraus, es ist jetzt Tag. Im Falle einer negativen Schlussfolgerung sagt man also, es ist jetzt nicht Tag. Wenn dies aber so ist, so ergibt sich daraus, die Sonne ist nicht aufgegangen. Entsprechend der Logik sind diese beiden, die positive wie die negative Schlussfolgerung, eindeutig. In gleicher Weise sagt uns die ehrwürdige Ayah: Wenn ihr Gott liebt, so werdet ihr auch dem Geliebten Gottes folgen. Wenn ihr ihm nicht folgt, so ergibt sich daraus, dass ihr Gott nicht liebt. Wenn ihr Gott liebt, so ergibt sich daraus, dass die Befolgung der gelobten Sitte des geliebten Gottes sich daraus ergeben muss. Wer an Gott, den Gerechten, glaubt, der wird ihm in der Tat auch gehorchen. Unter den Wegen des Gehorsams aber ist der angesehenste, der direkteste, kürzeste, ohne allen Zweifeln der Weg, den der Geliebte Gottes uns gezeigt hat und dem er auch selbst gefolgt ist. Es ist in der Tat zwangsläufig und offensichtlich, dass der Herr aller göttlichen Schönheit in seiner Freigebigkeit für seine Gnadengaben von allen mit Bewusstsein begabten Wesen Dank erwartet. Und es ist ferner ganz klar, dass der Allweise in seiner Majestät, der das Weltall mit so vielen Wunderwerken seiner Kunst ausgestattet hat, unter allen mit Bewusstsein begabten Wesen sicherlich den vornehmsten zu seinem Ansprechpartner und Dolmetscher, zu seinem Ausrufer und zu einem Vorbild für seine Diener und Anbeter machen wird. Und ferner ist auch klar, dass der Herr aller göttlichen Schönheit und Vollkommenheit, der das Weltall und die unzähligen Manifestationen seiner Schönheit und Vollkommenheit ins Dasein gerufen hat, sicherlich und in jedem Fall den vollkommensten Dienst und seine Anbetung dem übertragen wird, der in seiner Begeisterung für Gottes Schönheit und Vollkommenheit, für all seine guten Namen und all seine Kunstwerke, die er doch sicherlich liebt und die er ausstellen möchte, ein umfassender, ein vollendeter Maßstab ist und das vollkommenste Mittel, seine innere Haltung zu einem guten Beispiel für andere werden zu lassen und sie dazu zu ermutigen, ihm zu folgen, damit seine vorbildliche Haltung auch in allen anderen sichtbar werde. Daran sehen wir also, dass wir Muhammad al-Sallam seiner Sunna, also seinen Handlungen und Haltung, folgen sollen, da er eben, wie hier gesagt wird, in seiner Begeisterung für Gottes Schönheit und Vollkommenheit derjenige ist, der am weitesten ist. Also der in erster Linie, der ist, der Gott nahesteht. Und wie im 11. Wort auch gesagt wurde, ist er sozusagen der Botschafter Gottes. Und Allah hat ihm sozusagen die Botschaft mitgeteilt und er richtet sich auch nach ihr. Also er ist der Beste, der sie kennt, noch der Beste, der sie ausübt. Deshalb sollten wir uns an seinen Taten orientieren, wenn wir etwas tun. Weiter unter der Fragestellung, wieso wir uns an Muhammad al-Sallam, seinen Handlungen und Haltungen orientieren sollten, führt mir dieser Mann im Buch Briefe, im 19. Brief auf Seite 8, 385 etwas weiter aus. Und zwar zählt er dort 10 Eigenschaften Muhammad al-Sallams auf. Wir werden diesmal davon nur 2, 3 Stück lesen. Und zwar sagt er dort: Sechstens, wie wir in der zweiten Anmerkung des 10. Wortes aufgezeigt haben, hat Ahmed, mit dem Friede und Segen sei, Ahmed ein anderer Name unseres Propheten, der in überragendem Grade eine Persönlichkeit war, jene göttliche Erhabenheit und Größe, die, und das ist ein Erfordernis ihrer Weisheit, sichtbar werden will, mit seinem Glauben in seiner dienenden Anbetung auf höchst glänzende Weise gezeigt. Überdies erfordert es die Weisheit und Wahrheit des Schöpfers der Welten, seine unendliche Schönheit und Vollkommenheit in einer geeigneten Weise zu offenbaren. Und wer sie in ihrer schönsten Gestalt aufzuzeigen und darzustellen vermag, das ist ganz ohne allen Zweifeln diese Persönlichkeit. Überdies möchte der Meister der Welten sein unendlich schönes und vollkommenes Kunstwerk aufstellen und die aufmerksamen Blicke darauf lenken. Und wer es mit der lautesten Stimme öffentlich auszurufen vermag, das ist ganz offensichtlich diese Persönlichkeit.
Überdies möchte der Herr der Welten seine Einheit der Vielzahl der Ebenen seiner Schöpfung verkünden. Und wer diese Einheit auf allen Stufen im äußersten Grade zu verkünden vermag, das ist wiederum mit Naturnotwendigkeit diese Persönlichkeit. So geht es noch 1,5 Seiten, 2 Seiten ungefähr weiter. Wir wollen mit 2, 3 Stück erstmal begrenzen. Und auf einen weiteren Grund eingehen. Und zwar im Buch Worte auf Seite 867. Zum Schlusswort des 27. Wortes sagt Said Nursi: Entsprechend den Jahrhunderten ändern sich die Gesetze. Also hier geht er vielmehr auf die Fragestellung ein, wieso gab es so einen allumfassenden letzten Propheten im Islam, der auf diese Welt geschickt wurde. Entsprechend den Jahrhunderten ändern sich die Gesetze. Es können sogar in einem Jahrhundert verschiedene Gesetze und Propheten für verschiedene Völker kommen und sie sind auch gekommen. Nach dem Siegel der Propheten, also der letzte Prophet, Muhammad a.s., waren unterschiedliche Gesetze nicht mehr nötig, da die große Gesetzgebung, die er brachte, in jedem Jahrhundert für jedes Volk ausreichte. Aber in Einzelheiten waren in gewissem Grade verschiedene Schulen nötig. Mit der Änderung der Jahreszeiten ändert sich auch die Kleidung. Je nach Temperament ändern sich ja die Medikamente. Genauso ändern sich die Gesetze je nach Zeitalter. Je nach den Fähigkeiten der Völker verändern sich die Anwendungen ihrer Gesetze. Denn in den Einzelheiten richten sich die Anwendungen der Gesetze nach den Haltungen der Menschen. Dementsprechend kommen sie und werden zu Heilmitteln. In den Zeiten der vorausgegangenen Propheten waren die Schichten der Menschen voneinander weit entfernt und ihre Art in gewissem Grade grob und ungestüm. Wir werden gleich noch eine Stelle lesen, wo Said Nursi sagt, dass zur Zeit Moses zum Beispiel der Begriff der Zauberei sehr im Vordergrund stand und zur Zeit von Jesu eben der Bereich der Medizin sehr ausgeprägt war. Von ihren Vorstellungen her waren sie primitiv und standen dem Nomadenleben nahe. Daher kamen in ihrer Zeit unterschiedliche Gesetze, die ihrer Haltung entsprachen. Wir hören sogar, dass sich auf einem Festland in demselben Zeitalter verschiedene Propheten und Gesetze befanden. Mit der Ankunft des Propheten der Endzeit waren verschiedene Gesetze nicht mehr nötig, da die Menschen von der Stufe einer Grundschule zu der Stufe eines Gymnasiums fortgeschritten waren. Durch viele Umwälzungen und Vermischungen gelangten die Völker der Menschheit zu einer Reife, in der sie einen einzigen Unterricht bekommen, auf einen einzigen Lehrer hören und mit einer einzigen Gesetzgebung leben konnten. Danach wurden auch verschiedene Lehrer nicht für nötig gehalten. Da sie aber ein gleiches Niveau nicht vollständig erreichten und sich nicht eine gleiche gesellschaftliche Lebensweise übergestreift hatten, kamen verschiedene Rechtsschulen hervor. Wenn die absolute Mehrheit der Menschen, wie die Studenten einer Hochschule, dieselbe gesellschaftliche Lebensweise überziehen könnten, ein gleiches Niveau erreichten, dann könnte man die Rechtsschulen vereinen. Aber da der Umstand der Welten diesen Zustand nicht zulässt, können auch die Rechtsschulen nicht eins werden. Was es mit den Rechtsschulen auf sich hat, das besprechen wir ein anderes Mal. Das würde sonst das Thema ein bisschen zu breit fächern. Wir wollen sonst mit der letzten Frage weitermachen, falls ihr dazu noch keine Fragen mehr habt. Und zwar mit der Frage, wieso Muhammad a.s. an so vielen Kriegen teilgenommen hat und wieso er so viele Schlachten als Kriegsherr geführt hat. Und zwar beantwortet mir die Sommerzeit uns diese Frage wieder im Buch Worte. Und zwar Seite 644. Dort sagt er: So geschah es denn in einer solchen Zeit, in der die Beredsamkeit im höchsten Ansehen stand, dass der Koran, dessen Verkündigung ein Wunder ist, herabgesandt worden ist. In der Zeit Moses, mit dem Friede und Segen sei, stand die Magie und zur Zeit Jesu, mit dem Friede und Segen sei, die Heilkunde in hohem Ansehen. So waren auch ihre bedeutendsten Wunder von dieser Art. Und so wurden damals auch die Dichter der Araber dazu aufgefordert, einer seiner kürzesten Suren etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. Das ist ein Vers aus dem Koran, bedeutet übersetzt so viel wie: Und so ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener herabsandten, so bringt eine gleiche Sure hervor. Sure 2, Ayat 23. Mit diesem Erlass fordert er sie dazu heraus. Des Weiteren sagt er: Ohne zum rechten Glauben überzutreten, seid ihr verdammt. Ihr werdet zur Hölle fahren. Er reizt ihre Nerven aufs Äußerste, er bricht ihren Stolz in fürchterliche Weise, er achtet ihre sich so hochdünkende Klugheit nur gering.
Er verurteilt sie zunächst zu ewiger Verlorenheit und später in der Hölle zu ewiger Pein und gleichzeitig hier auf Erden schon zur Hinrichtung. Er sagt, ihr werdet entweder Widerpart gegen den Koran leisten oder zugrunde gehen, wenn ihr das nicht könnt, und zwar mit Leib und Leben. Wäre also irgendein Widerstand möglich gewesen, etwa mit ein, zwei Zeilen seinen Anspruch für nichtig zu erklären, wie wäre es dann möglich gewesen, dass sie etwa, wo es doch einen leichten Ausweg gegeben hätte, stattdessen den gefährlichsten Weg, den schwierigen Weg des Kampfes gewählt hätten? Sollte dann in der Tat jenes intelligente Volk, jene Nation, die zur damaligen Zeit etwas von Politik verstand und, obwohl es die Welt mit diplomatischem Geschick regierte, den kürzesten, den leichtesten und einfachsten Weg verlassen und den gefährlichsten, den langwierigen Weg, auf dem sie ihren ganzen Besitz, ja, ihr Leben aufs Spiel setzen mussten, gewählt haben? Ja, wäre das überhaupt denkbar gewesen? Denn hätte einer ihrer Dichter dem Koran mit einigen, wenigen Buchstaben etwas Gleichwertiges entgegensetzen und ihm somit Widerpart bieten können? Hätte der Koran zurückstecken und auf seinen Anspruch verzichten müssen? Sie hätten sich dann vor materieller und geistiger Vernichtung retten können. Stattdessen haben sie den furchtbaren und langwierigen Weg des Kampfes gewählt. Das heißt aber doch, dass ein Widerstand mit der Feder nicht machbar, nicht zu leisten war. Deswegen waren sie zum Kampf mit dem Schwert gezwungen. Es gab noch zwei weitere recht gute Gründe, den Koran nachzuahmen, ihn zu kopieren. Der eine war der Konkurrenzneid der Feinde, der andere aber der Wunsch zur Nachahmung unter den Freunden. Hier geht besonders halt Nussi weiter auf den Wahrheitsanspruch des Koran weiter ein. Was aber wichtig war, ist der Punkt, dass die Gegner Mohammed a.s. nicht in der Lage waren, mit Worten gegen seine Überlieferung anzukommen, sondern es mit dem Kampf aufgenommen haben. Das zeigt aber hier auch, dass Mohammed a.s. nicht unbedingt freiwillig in den Kampf gegangen ist. Dass Allah hat diesen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich gegen ihn aufzustellen, mit etwas Gleichwertigem, das haben sie aber nicht geschafft. Also sind sie in den Krieg gezogen. Und der Prophet, so wie es sich gehört, hat versucht, sich zu verteidigen. Er hat die Kriege also nicht angezettelt, sondern hat gekämpft, um sich und seine Gefolger zu verteidigen. Und das ist ja das Mindeste, was er als Führer sozusagen tun kann. In einem anderen Punkt, und zwar im Briefe, in dem Buch Briefe, auf Seite 611 war das, nein, 331, im 19. Brief, und zwar im zweiten Aspekt, sagt Said Nursi, da in der Zeit des Moses die Magie in hohem Ansehen stand, geschahen seine bedeutendsten Wunder in dieser Art. Zur Zeit Jesu hingegen war es die Heilkunde auf der arabischen Halbinsel vier Dinge, die vor allen anderen geschätzt wurden. Erstens Schönheit und Klarheit des Ausdrucks. Zweitens Dichtkunst und Vortragskunst. Drittens Wahrsagekunst und Verkündigung des Verborgenen. Viertens Kenntnis historischer Geschehnisse und kosmischer Ereignisse. So war denn also der Koran ein Wunder in seiner Verkündigung, in seinem Kommen eine Herausforderung gegenüber all denen, welche diese vier Arten von Kenntnis besaßen. Allen voran waren es die Sprachkenner und Wissenschaftler, die sich vor ihm als ihrem Lehrmeister verneigten, und sie lauschten ihm mit Bewunderung. Als zweites erfüllte er die Kenner der Dicht- und Vortragskunst, das heißt diejenigen, welche eine Rede einwandfrei und formvollendet halten und ein gutes Gedicht verfassen konnten, mit einer solchen Verwunderung, dass sie sich nur noch sprachlos auf die Finger bissen. Ihre schönsten Gedichte, geschrieben in goldenen Lettern, und die berühmten sieben Gedichte, die an den Wänden der Kaaba aufgehängt waren und auf die sie so stolz gewesen waren, nahmen sie ab, weil sie ihren Wert verloren hatten. Des Weiteren brachte er die Hellseher und Wahrsager zum Verstummen. Er ließ ihre Enthüllungen verborgenen Wissens vergessen. Er verscheuchte ihre Djinnen, er setzte ihre Wahrsagekunst ein Ende. Er befreite sie vom Aberglauben und von den Mythen über die Geschichte der Völker längst vergangener Zeiten und den Ablauf der Ereignisse in der Welt und die Kosmologie und unterrichtete sie stattdessen über die tatsächlichen historischen Geschehnisse und schenkte ihnen ein leuchtendes Wissen über das Werden der Welt. So waren es also diese vier Kreise von Bewunderern, die sich in vollendeter Hochachtung vor dem Koran verneigten und zu seinen Schülern wurden. Niemand von ihnen wagte es jemals, wieder sich auch nur gegen eine einzige seiner Suren zu erheben. Natürlich gab es unter diesen Menschen, die sich da verneigt haben, auch Menschen, die diese Niederlage nicht akzeptieren konnten und deswegen eben in den Krieg gezogen ist. Und hier sehen wir, das ist eben unter diesen vier Gruppen, also einmal den Dichtern und den Menschen, die das Verborgene sozusagen gekannt haben,
sich darauf geeinigt zu haben, sich gegen Mohammed zu verbünden und gegen den Krieg zu führen. Und er hat es nun mal nicht einfach auf sich zukommen lassen, sondern hat sie verteidigt. Denn im Islam gibt es im Kriegsfall nicht Angriff, sondern Verteidigung. Das heißt, man greift kein Volk an, sondern verteidigt sich nur im Falle eines Angriffs. Falls ihr da sonst keine Fragen mehr zu habt, würde ich dann hier beenden. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة